Ilona Duczynski ist Bauforscherin. Ihr Forschungsobjekt ist der gesamte Lettner. Diese Schranke zwischen Hauptraum und Westchor des Naumburger Doms untersucht sie in allen ihren Facetten. Daher wechselt ihr Arbeitsplatz fast täglich. In jeder Ecke warten neue Fragen und Herausforderungen, denen die Ingenieurin nachgeht. Das Bauwerk, aber auch das Material selber, wie in diesem Fall der Stein, können uns ganz viel darüber erzählen, wie die früheren Baumeister gearbeitet, gedacht und gelebt haben. Sie können uns Informationen vermitteln darüber, welche Werkzeuge und Maschinen man benutzt hat, wie die Bauabläufe vonstatten gingen, aber auch wie die gesamte Bauorganisation gehalten war. Grundlage für die Forschung ist eine akribische, steingenaue Dokumentation des gesamten Westlettners. Ilona vermisst Stein um Stein und zeichnet sie im Maßstab 1 zu 20 auf säurefreien Karton, auf dem die Bleistiftstriche auch nach langer Zeit nicht verblassen. Jeder Strich muss sitzen, denn diese Zeichnung ist detaillierter als jedes Foto. Selbst Knotenpunkte, komplizierte Holzverbindungen oder die Steinschnitte, die sich hinter der äußeren Form verbergen, werden exakt dargestellt. Millimeter um Millimeter werden die Geheimnisse des Lettners so enthüllt. Der Westlettner ist Schranke und gleichzeitig Portal zum Westchor. Dessen Besonderheit? Figuren von den Stiftern des ersten Doms. In 4 Meter Höhe befinden sich die insgesamt 12 lebensgroßen Stifterfiguren. Sie stehen direkt vor der Chorwand, durch die ein Laufgang führt. Hier ist das Reich von Dominik Jelschewski, ebenfalls Ingenieur und Bauforscher. Er ist begeistert. Ich glaube auch, dass die Bildhauer der Naumburger Werkstatt in vielen Dingen ihrer Zeit weit voraus waren. Neben den konstruktiven Details fasziniert mich die Individualität und Lebendigkeit der Figuren. Die Figuren sind aus Muschelkalk geschlagen worden, zusammen mit einem Teilstück der Säulenbündel, die ins Gewölbe führen. Sie sind in die Architektur eingebunden und besitzen tragende Funktion. Skulptur und Architektur müssen also parallel entworfen und umgesetzt worden sein. Eine faszinierende These. Doch wie ging das genau? Die Bruchstellen, Gesteinsstrukturen und Bearbeitungsspuren verraten dem Experten, welche Bildhauertechnik dabei angewendet wurde. Dann lässt Dominik Jelschewski sämtliche Skulpturen des Westchores dreidimensional erfassen. Die hochauflösenden 3D-Modelle, die sich am Computer frei bewegen lassen, werden in den nächsten Monaten virtuell ausgewertet. Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt sein.